Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott direkt aus Wien Favoriten. Ich möchte Sie heute einladen, einen kleinen Spaziergang mit uns zu machen. Und zwar einen ganz besonderen. Denn ich bin heute nicht allein unterwegs. Mich begleitet heute der junge freiheitliche Stadtrat aus dem Wiener Rathaus, Maximilian Kraus. Und wir werden heute ein wenig über Wien und die aktuellen politischen Themen plaudern. Lieber Max, was ist deiner Meinung nach das größte Problem, das Wien im Moment hat? Ja, danke Lisa. Also ich glaube, wenn wir hier im Herzen des 10. Bezirks spazieren, einem ehemals stolzen Arbeiterbezirk, einem ehemals wirklich sehr schönen Bezirk, dann wird schnell klar, das größte Problem, mit dem wir in Wien zu kämpfen haben, ist der Bevölkerungsaustausch. Und wenn wir hier in Favoriten vor wenigen Tagen Straßenschlachten erlebt haben zwischen Türken und Kurden und jetzt auch wieder vor einigen Tagen eine Prügelsituation, wo eine Jugendbande mit Migrationshintergrund einen unschuldigen Mann aus dem Auto gezerrt und verprügelt hat, dann sind das Entwicklungen, wo wir festmachen müssen, dass die rot-grüne Massenzuwanderung der letzten Jahre und nicht auch zuletzt 2015, als man hunderttausende Leute ins Land und quer durchs Land geholt hat, Wien und im Speziellen auch Favoriten verändert hat und dass das in vielen Bereichen keine guten Veränderungen waren. Wir spazieren hier ja gerade durch Wien Favoriten, der Bezirk, der eigentlich als Zuwanderungsmagnet in Wien gilt. Und wenn man die Linken auf den doch schon hohen Ausländeranteil, der in Wien ja inzwischen wirklich vorherrscht, anspricht, dann kommt immer das Argument der Linken, Mensch ist Mensch. Aber kann man dieses Argument wirklich gelten lassen? Ja, natürlich. Mensch ist Mensch und jeder Mensch hat auch grundsätzlich die gleichen Rechte. Aber auch die Österreicher und die Wiener und die Favoriten haben ein Recht, und das ist auch ein Menschenrecht auf Heimat, haben ein Recht darauf, nicht in der eigenen Heimat zur Minderheit zu werden, haben ein Recht darauf, dass hier weiterhin Deutsch gesprochen wird und dass unsere Kultur weiterhin gilt und zählt, dass in unseren Schulen auch in Zukunft noch das Kreuz hängen kann und hängen muss und hängen darf, dass in den Schulen auch wieder österreichische Gerichte serviert werden und unsere Lebensweise und Tradition, die in den letzten Jahren ja zusehends zurückgedrängt wurde, auch wieder hier Fuß fassen kann. Deswegen ja, natürlich, jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch hat die gleichen Rechte, aber hier in Wien, hier in Österreich gelten unsere Sitten, unsere Bräuche, unsere Traditionen, unsere christlich-jüdische, abendländischen Traditionen, unsere Werteordnung, und da brauchen wir keine Scharia-Polizei in unseren Schulen, da brauchen wir keine islamische Massenzuwanderung, sondern da gilt es in Zukunft wieder die eigenen Staatsbürger, nämlich die Wienerinnen und Wiener, an erste Stelle zu stellen. Nicht nur in der Migrationspolitik vertritt die FPÖ eine komplett konträre Meinung zu den anderen Parteien. Auch in einem anderen Thema ist das so, nämlich bei Corona. Jetzt steigen die Corona-Zahlen doch wieder massiv. Die Regierung argumentiert ihre doch sehr weitreichenden Maßnahmen und Einschränkungen mit der Gefahr des Virus. Und die FPÖ stellt sich doch massiv gegen diese Maßnahmen und Verordnungen der Bundesregierung. Warum? Ja, also wir sind sicher keine Corona-Leugner. Corona ist eine Krankheit, die es gibt, die gefährlich ist für gewisse Altersgruppen und für gewisse Risikogruppen und die man ernst nehmen muss. Aber Tatsache ist auch, dass die Regierung, und das tun ja viele europäische Regierungen, unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung versuchen, massiv Freiheitsrechte einzuschränken, Überwachungs-Apps zu implementieren und die Leute zu zwingen, diese herunterzuladen. Enge Berater des Bundeskanzlers haben laut darüber nachgedacht, eine Zwangsimpfung in Österreich einzuführen. Vor wenigen Tagen hat der Gesundheitsminister darüber gesprochen, dass Menschen, die jetzt bei Probeimpfungen unter Nebenwirkungen leiden, ja kein großes Drama sind. Ja, das sind Entwicklungen, wo wir als Freiheitliche sagen, nein, es darf zu keinen Überwachungen kommen, es darf zu keinen Zwangsmaßnahmen gegen unsere Bevölkerung kommen. Wir Freiheitliche halten die Freiheit auch in dieser Beziehung wirklich hoch. Und wir sagen, der Staat sollte sich lieber darauf konzentrieren, gut zu helfen, wirklich schnell zu helfen, rasch zu helfen und die Unternehmen zu fördern in Wien, damit sie auch wieder Arbeitnehmer anstellen können. Wir werden in Wien im kommenden Jahr eine Pleitewelle haben, weil der Staat zu langsam hilft und wo auch der Herr Blümel als Finanzminister wirklich versagt hat und keine ausreichende Hilfe zur Verfügung gestellt hat. Und hier wollen wir echte Maßnahmen, hier wollen wir direkte Hilfe, hier wollen wir, dass das Geld auch bei den Menschen wieder ankommt und nicht der Staat sich in Zwangsmaßnahmen hier nur übt. Wenn man sich jetzt vor allem im Internet kritisch zu den ganzen Corona-Maßnahmen äußert, dann wird das ja schnell als Fake News, Falschinformation oder vielleicht sogar als Hassposting abgetan. Wie kommentierst du diese Entwicklung? Nein, das ist eine dramatische Entwicklung, weil man muss auf der einen Seite sagen, ja, Hasspostings sind abzulehnen und die gibt es von der linken Seite gegen unsere Politiker, gerade Norbert Hofer hat da vor kurzem wieder einiges durchmachen müssen, gibt es aber auch von der anderen Seite. Und egal von welcher Seite sie kommen, sie sind abzulehnen. Allerdings, hier wird versucht, seitens der Bundesregierung die Meinungsfreiheit ein weiteres Mal einzuschränken. Man hat ja schon mit großen Medienförderungen, mit großem politischem Einfluss auf den ORF und auf viele andere Medien hier es so weit gebracht, dass wir eine Medienlandschaft haben, die in vielen, vielen Bereichen einen Menschen
Mainstream verkörpert und alle anderen Alternativmeinungen oder kritische Meinungen als falsch oder dumm oder ablehnenswert automatisch tituliert. Und jetzt möchte man noch einen Schritt weitergehen und fernab der veröffentlichten Meinung, die ohnehin schon oftmals den Eindruck macht, teilweise gleichgeschaltet zu sein, auch noch die Kommentarfunktionen, die Foren etc. kontrollieren und verhindern, dass Menschen ihre freie Meinung äußern. Und das geht mit uns nicht und das wollen wir nicht. Und ich sage ganz klar, Facebook und andere Medien sind ja keine Wahrheitsministerien, wo Wahrheit und Fake News gekennzeichnet werden. Nein, wir haben eine mündige Bevölkerung, wir haben eine intelligente Bevölkerung und wir haben eine Bevölkerung, die ein Recht darauf hat, dass Meinungsfreiheit auch in Zukunft in Österreich hochgehalten wird. Und dafür stehen wir Freiheitliche. Die FPÖ warnt ja auch schon jetzt vor einem Corona-Impfzwang. Du hast ja vorher auch schon kurz dieses Thema angesprochen. Ich würde da jetzt gerne noch mal kurz zurück drauf zu sprechen kommen. Die Regierung sagt ja bis dato, dass es zu keiner Impfpflicht in Österreich kommen wird. Warum setzt sich dann die FPÖ schon jetzt so vehement gegen diesen Impfzwang ein? Weil es etwas ganz Grundsätzliches ist. Es muss in Österreich, wenn es dann einmal einen Impfstoff gibt, der gut getestet ist und der zugelassen ist, und davon sind wir noch weit entfernt, wenn es den einmal gibt, die Möglichkeit geben, dass man sich impfen lassen kann, wenn man das möchte. Allerdings, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, na, es wird keinen Impfzwang geben, dann glaube ich denen das in der Form nicht, weil die Bundesregierung hat schon so oft gesagt, das wird in der Form nicht kommen, und dann sind Dinge doch so gekommen, wie sie es zuerst nicht gesagt haben. Ich glaube, es ist wichtig, den Menschen ihre Freiheit zurückzugeben, gerade bei einem eher sensiblen Thema wie dem Thema Impfung, die Wahlfreiheit hochzuheben und keinen Zwang durchzuführen. Und wenn die Regierung auch gesagt hat, nämlich in Form von engen Beratern des Herrn Kurz, dass so ein Impfzwang doch durchaus überlegenswert ist, dann glaube ich, sollten wir uns da nicht täuschen lassen, sondern sehr wachsam bleiben und darauf achten, dass die Freiheit in Österreich auch groß geschrieben bleibt. Ein anderes Thema, bei dem sich die FPÖ in Wien in den letzten Wochen und auch Monaten sehr kritisch geäußert hat, sind, nennen wir sie mal, besonders umweltfreundliche Maßnahmen im Straßenverkehr, die vor allem von den Grünen kommen. Warum ist man da so vehement dagegen? Na, Tatsache ist, dass die Grünen als ehemalige Umweltpartei und Grünpartei ja in Wien völlig versagt haben. Anstatt dass sie dafür gesorgt haben, dass Wien tatsächlich grüner wird und echte Projekte gemacht werden, die auch zum Nutzen der Wienerinnen und Wiener werden, beschränken sie ihre Politik mittlerweile auf Autofahrerschikanen, auf Sinnlosprojekte und auf Parkplatzvernichtung. Sie bauen Pop-up-Radwege, wo die Autofahrer darunter leiden, die der Umwelt gar nichts bringen. Sie vernichten Parkplätze, wo niemand etwas davon hat. Und sie machen viele, viele weitere Sinnlosmaßnahmen, wie eine Gürtelpulp-Kloake am Gürtel aufzustellen, wo über 300.000 Euro an Steuergeldern vernichtet werden, wo es keinen Nutzen gibt, außer dass sie grüne Ideologieprojekte befriedigen. Das heißt, hier haben die Grünen wirklich versagt. Wenn es darum gegangen wäre, echte, sinnvolle Maßnahmen umzusetzen, wie endlich die Öffi-Jahreskarte deutlich günstiger zu machen und für Senioren gratis zu machen, dann haben sie da gar nichts weitergebracht. Und das finde ich schade, weil ich denke, mit 100 Euro im Jahr sollte man in Wien alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen dürfen. Bei ihnen ist es viel teurer, und das wäre etwas gewesen, wo sie echte Umweltpolitik und echte Verkehrspolitik machen hätten können und wo wir uns auch gemeinsam finden hätten können. Allein, sie haben wieder mal ihre Ideologie in den Vordergrund gestellt. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Bundeshauptstadt. Lieber Max, danke für deine Zeit, danke für diesen Spaziergang und danke für deine Offenheit. Danke für das Interview.